Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Tech World 2. So, wir haben jetzt da unten schon mal angefangen. Wir brauchen jetzt aber, wenn ich das recht erinnere, für Biomasse. Ich könnte da einfach gerade runtergehen, aber nee, das wäre ja zu einfach. Fermenter, okay, hatte ich doch recht. Wir brauchen 5 Fermenter. Bronze Gears. Hier hat man noch ein bisschen Kupfer und Zinn gehabt. Da machen wir jetzt erstmal eine größere Ladung. Mehr oder weniger. 4 mal 5 sind 20. Jetzt, wenn ich mich nicht verrechnet habe, bräuchten wir wirklich 20 Zahnräder. Kriegen 14 hin. Mist. Das wird echt eine teure Angelegenheit, aber ich glaube, von der Energie, was wir da rausbekommen, würde es sich lohnen. So, wir da 5 Sturdy Casings. Ach, Foto gekauft und Fabrics Punch, das ist aber das auch noch. Zwei Glas, haben wir hier noch Glas drin? Nee, da machen wir jetzt mal ein neues. Ich meine, dann sollten wir jetzt nicht das Problem haben. Ach komm, warte ich da noch einfach mal. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt gewesen. Aber naja, so kennt man mich ja halt. Deutsche LP, er war immer verwirrt. So. Aber ich muss auch noch heute das neue Let's Play aufnehmen. Oder mache ich das heute, mache ich das morgen? Ich bin mir noch nicht sicher. Okay. Da fehlt wieder ein Spießer fehlen. Aber die bekommen schon mal Strom. Sehr schön. Der braucht noch einen Fertilizer. Können wir mal gerade erledigen. Ey, ich denke die ganze Zeit, dass er beim unsere kleinen Weizen, Karotten und so weiter farmen, dass er in Schaf oder so steht. Gut. Bienen müssen wir auch mal anfangen. Richtig. Wo lade ich denn jetzt hin? Es wird auf jeden Fall lustig, das Ganze hier nochmal abzubauen und darüber zu verlagern. Wir könnten ja schon mal ein bisschen was an Futures produzieren. Aber die Servos müssen wir auch noch alle craften. Das rechne ich mal kurz nach. Wir brauchen 1. 5, also 6, 11, 12, 17, 18, 23, 24, 29, 29 Servos, uiuiui. Hier haben wir noch ein bisschen Sand. Ich würde ja auch echt am liebsten mal hier diese Map auf dem Server ziehen, damit das alles auch mal so durchläuft, aber muss ich mich noch kurz müden, muss husten. Boah. Entschuldige noch mal kurz. Ich würde das echt gerne mal so weiterlaufen lassen, aber ich habe halt kein Geld für einen Server momentan. Machen wir schon mal ein paar Servos, damit wir schon mal so ein bisschen was weg haben. Das waren 29. Das geht natürlich gerade hier nicht vorne und hinten auf, das ist mir bewusst, aber dann haben wir schon mal einen Anfang. 10 Servos.
Und ich sehe das so, je mehr wir fertig haben, desto weniger müssen wir später machen. Raus, 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 raus. Oh. Fühlt sich hier schon mal der Futures an. Der Mulch muss ja auch noch rausgepumpt werden. Boah, die Musik kommt mir gerade echt laut vor. Kann das sein? Wo habe ich das stehen? Oder ist das einfach nur bei mir was laut? Muss ich einfach mein Headset ein bisschen leiser machen. So sollte jetzt so gehen. Gut, Mulch kommt hier an. Wir müssen dann nur noch die Saplings raus. Saplings und Mulch geht dann hier runter. Äpfel gehen hier rein. Das soll soweit klappen. Okay, Lime, ne, Citrusroot. Wie sieht das eigentlich im Sphex aus? Frage ich mich ja auch schon mal so. Ja. Ja, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Was? Quicklime? Man kann mit Papierholz. Okay, warum nicht? Ich lasse mich überraschen. Ich glaube, damit das aber richtig funktioniert, bräuchten wir wirklich ein Semesystem. Ich dachte, das ist hier schon mal was voll, damit das schon mal so grundlegend. Ja. Durchlaufen könnte. Dann könnten wir sogar vielleicht mal den Atomreaktor was ausschalten. Bin ich mir aber noch nicht sicher, ob das geht. Momentan bisher. Aber ich bezweifle es. So, die Fermenter stehen, die Stills bräuchten wir noch. Die Still, die braucht Redstone. Ich wollte aber nicht, Mann, ich brauche Redstone. Ich unterbreche mal ganz kurz die Aufnahme. So, entschuldige diese kurze Unterbrechung. Da kam euch meine Mutter kurz rein, aber naja, passiert halt manchmal. Ich wohne ja nicht so ganz alleine. So, wir waren jetzt dran, wir brauchen Stills. 5 Stück. Kommt mal die Servos mal raus. Holen wir uns neues Sinn ab, dann könnten wir ja schon mal neues Bronze machen. Ich würde hoffen, dass es jetzt langsam mal war mit der Bronze. So, 5 Sturdy Casings haben wir. So, jetzt noch ein Redstone. Boah, bei Redstone lang war echt ein Notstrom. Das ist echt krass. Muss ich mir auch noch irgendwie was einfallen lassen. So, 5 Stills. Sehr schön. Ich glaube, das Beste wäre echt, wenn ich einmal. Boah, jetzt muss ich aber auch gerade echt ein bisschen aufstoßen. Energie haben. Sollten die bekommen, die bald, wenn wir da ja mal Strom verpassen. Ich glaube, Redstone ist wirklich das einzigste, was wir. Nee, das. Da habe ich gerade schon wieder gesagt, das einzige, was wir per Grinder wirklich verarbeiten müssen oder sogar später per
Extractor. Gut, die sind vollgelaufen. So. Mache ich mir schon mal eine Diatro, damit das alles da ankommen könnte. Grundlegend ist der Aufbau quasi fast fertig. Bloß meine Truhe ist, mein Inventar, meine Truhe. Hm. Ja, meine Truhe ist auch voll. Wieso? Boah, ich bin echt wieder gerade ein bisschen verpeilt. Ach, hier war ja noch das krasse Goldproblem. Meine Güte. Gold. Also ich bin froh, wenn wir das jetzt ans Laufen gebracht haben, weil dann würde ich echt mal schauen, dass ich mal farmen gehe. Das geht nicht mehr. So. Okay. Wo haben wir den Anschluss? Das kommt hier momentan an, oder? Jawohl. Dann würde ich sagen, schauen wir, dass das dann hier so runtergeht. Die Item Ducks haben wir hier und ich setze erstmal eine Fackel. Boah, das finde ich auch mal wieder so schön, ein kleineres Großprojekt zu machen. Mhm. Ein größeres Projekt aufzubauen, sag ich mal. Das ist aber auch echt eine hammermäßige Arbeit hier. Das könnt ihr mir glauben. Aber wenn alles klappt, dann haben wir echt mal hier alles richtig schön voll mit jede Menge Flüssigkeiten. Müsste hier Ethanol drin sein, Biomasse und Fruchtsaft. Weißt du was? Machen wir den mal was leer. Und lassen den Tank schon mal so ein bisschen voll laufen, damit der hinterher nicht Probleme hat. Dass es hier so schwer rangeht. Okay. Würde ich sagen. Geht es jetzt eigentlich nur noch um die grundlegende Verkabelung, das hier soweit abzuklemmen? Verkabelung sollte ja jetzt kein Problem mehr sein. Die Dynamos werde ich. Bin echt ein bisschen ungeduldig, ja, bezüglich Ständerperlen. So, hier war der Chisel, der Kingslime. Der hat ja noch ein bisschen Durability. So, wir brauchen aber noch ein bisschen Lead. Und ein bisschen Copper. Okay, das war jetzt ein bisschen blöd, habe ich Shift gedrückt. Aber naja, jetzt haben wir wenigstens ein paar Produkte. Ah, jetzt kommt der Multi auch noch an. Mist. Ich muss das hier auf jeden Fall mal kurz abklemmen, damit ich da später rankomme. Der bekommt dann von hier seine Flüssigkeit und gibt es dann wieder aus. Und der sollte das dann weitergeben. Und zwar hatte ich vor, dass es dann soweit nach da oben geht. Da muss ich noch ein paar Queen hinsetzen.
Also Energie sollten wir danach echt keine Probleme mehr haben. Okay, das verlege ich dann nach hier unten drunter. Ich glaube, den Aquarius setze ich da hinter hin. Und zwar hatte ich vor Compression Dynamo. Hier die Energieleitung nach oben. Wasser. So. Trennung. Wieder Verbindung nach da oben. Dynamo. Wasser. Und noch eine Reihe. Und dann hier Verbindung nach oben und Wasser. Das sollte eigentlich soweit klappen. Und wenn ich sage, dass es eigentlich soweit klappen sollte, das klappt es natürlich nicht. So, Fruchtsaft haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal was drin. Gut, dann würde ich sagen. Nein, das klemme ich jetzt noch nicht ab. Wir müssen ja noch. Haben wir mittlerweile was Redstone? Redstone? Ich warte und Redstone. Verdammt. Ich brauche auf jeden Fall jetzt echt noch ein paar Servos. Die mache ich jetzt mal gerade fertig. Ich glaube, wir hatten eben 10. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich habe erstmal 11 gemacht. Wenn was fehlt, werde ich es jetzt gleich sehen. Na, geh doch weg, du Mäh. Okay, da ist einer drin. Hier hat noch einer gefehlt. Hier muss einer rein. Da, 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 da. Hier einer. Hier muss einer rein und dann müssen hier noch zwei rein. Dann stellen wir hier auch schon mal auf Redstone Control Ignored. Lass uns schon mal rauspumpen, damit der hier, oder ich sage, damit die sich schon mal was auftanken können. So. Und so. Kann man. Ja, Round Robin. Was ich aber noch machen muss, ich muss jetzt hier noch den Filter eintragen, dass Mulch hier verboten ist. Ah, ich brauche ja noch zwei. Stimmt ja. Gut, der sollte soweit fertig sein. Wo habe ich die? Die habe ich hier. Ich glaube, den Aufbau lasse ich aber dann nur noch so stehen. Sieht wenigstens noch ein bisschen maschinell aus. Ich glaube, dann gehe ich auf jeden Fall gleich erstmal, wenn ich noch Zeit habe, gehe ich was farmen. Halt neues Redstone. So, jetzt muss ich aber mal schauen. Ich glaube, das kappe ich jetzt in hier doch schon mal. Nein, 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 was mache ich denn jetzt schon wieder? Wir haben jetzt drei Servos gefehlt, wenn ich das recht erinnere. Okay, da hat noch Redstone gefehlt, wie bei allem, was ich momentan habe. Das ist ja echt eine Schande mit dem Redstone hier. Da kommt noch einer rein. Und hier noch zwei. Okay. Das wird noch rausgepumpt. Okay. Ich
Ich warte dann, bis sie da leer gelaufen sind, die Dynamos, dann könnte ich die hier schon mal anklemmen, soweit. So, dann kann ich ja hier Whitelist die. Ja, da habe ich natürlich vergessen, noch einen Filter richtig einzustellen. Wir haben hier und hier Blacklist. Jetzt aber genau das Problem, was ich mir dachte. Äpfel gehen raus, aber aufgrund von Mulch. Sollte hier eigentlich noch drin sein? Warte. Ach, hat er das jetzt doch noch rausgesaugt oder was? Hä? Oh. Bin ich blind oder fehlt mir jetzt ein Servo? Ich bin auch hundertprozentig blind, oder? Alter, ihr wollt mich doch jetzt richtig verarschen, oder? Dankeschön. Uiuiui, Alter, ist das ein System hier. Also, Saplings und Mulch haben Whitelist und dürfen rausgepumpt werden. Es funktioniert, wir bekommen jetzt Biomasse, wenn das klappt. Ethanol. Was ich jetzt aber mal mache, wir haben hier noch so viele Saplings, die wir nicht brauchen. Dann bepowern wir den schon mal mit Saplings. Mulch können wir momentan ja auch noch so reintun, das sollte ja nicht das Problem sein. Damit sollte das jetzt überall verteilt werden. Jawohl, und jetzt kommt auch schon die Biomasse richtig an. Und hier ist der erste Ethanol, jawohl, ja. Boah, was für eine schwere Geburt. Müssen wir nur noch schauen, was wir mit dem Holz machen. Ich glaube, Holz werde ich dann auch noch mal weiterleisten lassen und dann hier eine große Anlage bauen. Oder ich glaube, das Holz werde ich in der Deep Storage lagern. Ja, lässt es so regeln. Gut. Ich würde sagen, es war erstmal der grundlegende Aufbau. Hier haben wir ja noch genug Ethanol und so weiter drin. Das muss ja erstmal noch leer laufen. Ja, das muss auf jeden Fall nicht noch leer laufen. Das dauert noch. Gut, dann würde ich sagen, ich stelle mich jetzt erstmal hier eine längere Zeit AFK hin. Vielleicht verarbeite ich schon mal so ein paar Erze. Werde ich wahrscheinlich eh nicht schaffen, aber vielleicht schaffe ich es ja doch. Werde dann mal so ein bisschen Redstone Farm gehen, weil das ist echt krass. Boah, ich muss echt momentan ein bisschen aufstoßen, das ist Wahnsinn. Muss ich echt mal was nachfarmen. Weil so geht das ja momentan echt nicht weiter. Boah, was für ein beschissenes Wetter. Aber na gut, ich würde sagen, die Anlage steht soweit unten. Müssen nur noch die Dinos hin.
Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkungen, Kritik, alles in die Kommentare. Und wir sehen uns dann nächsten Mal, wenn es wieder als Let's Play Minecraft Tech World 2. Bis dahin, tschüss.